Moin Leute, und heute zeige ich euch, wie ihr den kostenlosen Elegy für 904.000 GTA-Dollars verkaufen könnt und das mega leicht und solo! Aber bevor wir mit dem Video anfangen, würde ich euch jetzt schon mal zu bitten, einen fetten Like fürs Video dazulassen und für die Leute, die mich noch nicht abonniert haben, abonniert mich, der Glitch ist einfach richtig heftig. Aber was braucht ihr denn für diesen Glitch? Ihr braucht für diesen Glitch erstmal eine Arena inklusive RC Bandito. Außerdem braucht ihr in der Arena natürlich auch die Arena-Werkstatt inklusive Bennys Werkstatt. Wenn ihr keine Bennys Werkstatt habt, dann geht der Glitch auch nicht. Müsst ihr also nachrüsten, wenn nötig. Außerdem braucht ihr auch noch natürlich den kostenlosen Elegy in der Werkstattsebene. Also sprich in der Arena-Garage. Und zu guter Letzt braucht ihr auch noch einen anderen Zielmodus. Mein Tipp, nehmt freies Zielen. Den Zielmodus könnt ihr im Editor oder im Story-Modus ändern. Aber Leute, am Ende des Videos werde ich euch nochmal Informationen über diesen Money-Glitch sagen. Wie viel ihr glitchen dürft, wie viel ihr verkaufen dürft, damit ihr auf der sicheren Seite seid, damit euch bei diesem Money-Glitch nichts passiert, Hashtag Account Reset oder sonst irgendwelche Sachen, deswegen bleibt bis zum Ende dran. Aber ich würde sagen, fangen wir doch mal direkt mit dem Glitch an. Als erstes seid ihr in einer GTA Online-Sitzung, beispielsweise in einer Freundessitzung und seid in eurer Arena. Seid ihr in eurer Arena, müssen wir jetzt erstmal hier was sicherstellen. Denn ihr müsst den Spawnpunkt nicht auf der Arena haben. Das bedeutet, ihr müsst euren Spawnpunkt irgendwo hinsetzen, außer in die Arena. Also sprich, wenn ihr in der Arena einen Wohnbereich besitzt, dürft ihr auch nicht letzter Ort haben. Deswegen wählt aber hier irgendein Apartment oder Garage aus. In meinem Fall habe ich jetzt das U-Boot ausgewählt, denn der Glitch funktioniert lustigerweise bei mir am besten mit dem U-Boot. Aber ihr könnt auch irgendwas anderes auswählen, aber Hauptsache nicht die Arena. Oder, wenn ihr auch einen Wohnbereich besitzt von der Arena, auch kein letzter Ort. Das ist sehr, sehr wichtig, Leute, denn sonst funktioniert dieser Glitch nicht, wenn ihr später bei diesem Glitch in der Arena direkt spawnt. Wenn ihr eure Spawn-Location umgestellt habt, dann geht kurz auf Stil und ändert euer Outfit, damit das Ganze gespeichert wird. Ihr seht das unten rechts, dass es gespeichert wird, wenn die orangene Ladeschnecke kommt. Habt das Ganze gespeichert, gehen wir jetzt auch zu unserem RC Bandito. Seid ihr jetzt bei eurem RC Bandito angekommen, müssen wir es erstmal ins PSL-Menü, gehen auf Einstellungen, gehen auf Netzwerk und ganz oben ist ja dieses Häkchen mit Netzwerk verbinden bzw. trennen. Und diese Einstellung brauchen wir gleich, Leute, denn ihr drückt jetzt die doppelte PlayStation-Taste und kommt wieder in GTA. Und jetzt, wenn ihr wieder doppelte PlayStation-Taste drückt, kommt ihr direkt ins Einstellungsmenü. Und Leute, genau das brauchen wir jetzt. Denn wir gehen jetzt wieder zurück zu GTA. Wir gehen jetzt in unseren RC Bandito, drücken die rechte Pfeiltaste, um ins Tuning-Menü von RC Bandito reinzukommen. Und sobald, Leute, wir das Tuning-Menü sehen, drücken wir die doppelte PlayStation-Taste, kappen unser Internet. Wenn wir unser Internet gekappt haben, gehen wir wieder zurück in GTA, akzeptieren die Fehlermeldung, dass wir unsere Internetverbindung verloren haben und dass wir wieder zurück in Story-Modus müssen. Haben wir diese Meldung akzeptiert, können wir unser Internet auch wieder reinmachen. Ihr werdet kurze Zeit später in den Story-Modus geworfen. Seid ihr in Story-Modus, geht es einfach wieder in einer Online-Sitzung, beispielsweise in eine Freundessitzung. Seid ihr in der Sitzung angekommen, müsst ihr wieder zu eurer Arena laufen oder fahren. Aber ganz wichtig, Leute, ihr dürft kein persönliches Fahrzeug oder Flugzeug nehmen. Das bedeutet, ihr nehmt jetzt, wie ich hier zum Beispiel von meinem neuen U-Boot, den Helikopter, denn das zählt nicht als persönliches Fahrzeug. Oder ihr nehmt ein Straßenfahrzeug oder ein Pegasus-Fahrzeug oder sonst irgendwie ein Fahrzeug, Hauptsache nicht ein persönliches Fahrzeug. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig, Leute, denn sonst vermasselt ihr diesen Glitch. Seid ihr jetzt in eurer Arena angekommen, geht es wieder in die Werkstattsebene rein. Seid ihr drinnen angekommen, geht jetzt in euren Elegy und steigt ein. Und Leute, wenn das Ganze jetzt funktioniert hat, werdet ihr jetzt merken, indem ihr jetzt die rechte Pfeiltaste drückt. Denn jetzt werdet ihr sehen, dass ihr das Tuning-Menü auf eurem Garagenstellplatz habt. Kommt das nicht, Leute. Dann habt ihr den Glitch nicht geschafft und ihr müsst das komplett nochmal wiederholen. Aber für die Leute, die es jetzt geschafft haben, mein Glückwunsch. Denn ihr habt den Glitch fast geschafft. Denn als nächstes, Leute, müssen wir das Kleines umtunen. Zum Beispiel ein Nummernschild, Scheibentönung oder irgendwas Kleines. Hauptsache, ihr ändert irgendwas an diesem Elegy. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Denn wenn wir jetzt was geändert haben, gehen wir jetzt aus Verkaufen und verkaufen den Elegy für 0 GTA-Dollars. Und keine Sorge, Leute, der Part, dass wir gleich 900.000 bekommen, kommt gleich. Ihr werdet jetzt in einen unendlichen Ladescreen kommen. Um aus diesem unendlichen Ladescreen wieder rauszukommen, müsst ihr jetzt jemanden suchen, der einen anderen Zielmodus hat. Das bedeutet, ihr geht jetzt in eine Community-Liste oder Freundesliste und guckt mal, wer GTA spielt. Habt ihr jemanden gefunden, der GTA spielt, müssen wir jetzt schauen, ob der einen anderen Zielmodus hat als wir. Das bedeutet, wir treten den jetzt bei.
Die erste Meldung, die sich laden wird in GTA, ist ja die Meldung, ob ihr euch sicher seid, dass ihr denjenigen beitreten möchtet. Hier drückt ihr gar nichts, Leute. Das ist wirklich ganz, ganz wichtig, dass ihr hier nichts drückt. Denn als nächstes gehen wir wieder auf die gleiche Person und treten den nochmal bei. Und jetzt, Leute, merken wir, ob ihr einen anderen Zielmodus habt. Denn wenn sich die Meldung GTA nicht geändert hat, hat derjenige den gleichen Zielmodus wie ihr und ihr müsst jemanden anderen suchen. Aber in meinem Fall, Leute, werdet ihr sehen, dass sich meine Meldung geändert hat. Denn jetzt steht da, ob ich mir sicher bin, dass ich einen Zielmodus wechseln möchte. Und Leute, diese Meldung braucht ihr, denn hier drückt ihr einfach jetzt Reis. Denn jetzt seid ihr auf dem Blackscreen befreit und sitzt jetzt in eurem LG. Als nächstes drückt ihr einfach die rechte Pfeiltaste, um in die Tuning-Garage reinzukommen. Ihr werdet direkt merken, Leute, das Ganze ist ziemlich verbuggt, verglitscht und funktioniert nicht so wirklich, wie es sollte. Und Leute, das ist optimal. Denn jetzt gehen wir auf Aufrüsten, Leute, und ihr seht ja jetzt da Aufrüsten für 904.000. Und Leute, ihr müsst hier nichts kaufen, keine Sorge, wir warten jetzt hier einfach so circa 5 Sekunden. Habt ihr 5 Sekunden gewartet, drücken wir jetzt Kreis, drücken wir Kreis und gehen auf Werkstatt verlassen. Habt ihr Werkstatt verlassen gedrückt, werdet ihr in ein Blackscreen kommen und kurze Zeit später werdet ihr aus dem Blackscreen wieder rauskommen und zack, 904.000 GTA-Dollars for free. Wie geil ist das denn? Und wir haben gerade unseren Elegy erfolgreich für 904.000 GTA-Dollars verkauft. Wie geil ist das denn? Aber Leute, noch eine ganz, ganz wichtige Information zu diesem Glitch. Wir haben gerade einen Elegy verkauft. Stichwort verkauft. Das bedeutet, wir haben Fahrzeuge verkauft und dieses tägliche Verkaufslimit müsst ihr beachten, Leute. Denn wenn ihr das missachtet, könnt ihr Probleme bekommen. Wenn ihr auf der ganz sicheren Seite sein wollt bei diesem Glitch, verkauft jede 61 Minuten ein Auto und das insgesamt 8 Mal. Und sobald ihr das 8. Fahrzeug verkauft habt, müsst ihr 30 Stunden warten ab dem ersten Fahrzeug, was ihr mit diesem Glitch verkauft habt oder generell verkauft habt an diesem Tag. Ihr wisst, was ich meine. Über diesen Weg erhaltet ihr auf jeden Fall keine Probleme mit diesem Glitch. Andernfalls könntet ihr eventuell Strafen bekommen wie ihr könntet gar keine Fahrzeuge mehr verkaufen oder Schlimmeres. Deswegen, Leute, seid ein bisschen vorsichtig mit diesem Glitch, aber 1 Million for free kann man sich schon ab und zu mal gönnen. Aber Leute, das war's generell von diesem Video. Wenn euch dieser Glitch gefallen hat und euch weitergeholfen hat, würde ich mich übelst freuen, wenn ihr einen fetten Daumen nach oben geben könntet. Und für die Leute, die mich noch nicht abonniert haben, warum denn? Ihr seht's doch, dass es funktioniert. Aber Leute, ich würde mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Euer Bombard, ciao.